Denkst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Und wenn du Makano noch so oft die Schuld gibst, deine Männer haben uns überfallen. Meine Männer haben Befehle ausgeführt. Bei uns gibt es Regeln. Nicht mein Problem, wenn deine Leute das nicht kapieren. Wenn du mir so kommst, mache ich es eben zu deinem verdammten Problem. Aber wen sehe ich denn da? Ach du Scheiße, das widerlichste Sackgesicht der ganzen Stadt, Thomasburg. Victor, was hast du da gesagt? Nimm die Knarre runter, Burke. Wir werden es nur zusammen schaffen, Makano zur Strecke zu bringen. Also Schluss mit dem Scheiß. Was redest du denn da? Die zwei haben für Makano gearbeitet. Und deren? Weißt du, wie viele von meinen Männern dieses Arschloch da gekillt hat, weil Makano es ihm befohlen hat? Vergiss es. Bild dir bloß nicht ein, dass ich einem von den beiden je vertrauen werde. Nein, nicht. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Du vertraust ihnen nicht? Gut. Ich vertraue nämlich keinem von euch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Barbieri rausgekickt, Doucette und seine Männer umgenietet und deinen Arsch vor Greco in Sicherheit gebracht habe. Ihr könnt euch hier und jetzt entscheiden, ob ihr euch verpissen wollt oder bereit seid mitzuziehen. Aber merkt euch eine Sache. Wenn einer von euch diesen Raum jetzt verlässt, landet sein Name auf meiner Liste direkt unter dem von Makano. Also... Wenn wir mit der Kindergartenscheiße durch sind, können wir uns ja jetzt mit dem Plan befassen. Um eine Organisation dieser Größe auszuschalten, müssen wir mit den Leuten an der Basis anfangen und uns dann nach oben hocharbeiten. Genau wie in Vietnam. Ja, beim Militär haben sie euch den Kopf mit all dieser Taktik-Scheiße vollgestopft. Aber vergessen wir den ganzen Quatsch. Ich schlag vor, wir fahren hin und knallen ihn ab. Das dauert nicht mehr als eine Stunde. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Und was passiert deiner Meinung nach dann? Werden sich alle anderen brav hinlegen und sterben, du minder bemitteltes, blödes Schwein? Pass auf, was du sagst! Du hast recht. Wenn wir nur Makano killen, bringt uns das gar nichts. Dann übernehmen seine Brüder und wir stehen wieder am Anfang. Also sind unsere ersten Ziele seine Lieutenants. Wir machen sie kalt, sichern uns ihr Territorium und machen weiter mit den Kapos. Wenn die Lieutenants und die Kapos Geschichte sind, ist Makano völlig isoliert. Und dann ist seine Zeit gekommen. Und was passiert mit den Territorien, die wir Makanos Leuten abgenommen haben? Sobald wir die klargemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Ich verteile die Distrikte, ihr kümmert euch um die Geschäfte und alles. Aber ihr müsst sie auch verteidigen, sonst holt der Bastard sie sich zurück. Verstanden? Okay, weiter geht's. Ihr kennt doch das Gebäude am anderen Ufer des Sees, hm? Er baut dort ein Casino. Makano versucht, sich ein legales Standbein aufzubauen. Fast sein gesamtes Vermögen steckt in dem Projekt. Also wenn er irgendwann rausfindet, was wir vorhaben, kann er nicht mehr flexibel reagieren. Und noch wichtiger, es ist für ihn eine persönliche Geschichte. Emotionen machen Menschen irrational und gierig. Genau da setzen wir an. Am Herz, da wo es weh tut. Hey, nette Ansprache. Haben sie es gefressen? Scheißegal. Die sind alle so gierig oder haben so einen Hals auf Makano, dass sie schon mitmachen. Es sei denn, einer probiert, ob ihm die Krone auch passt. Und wenn schon, damit komme ich klar. Hey, die Fotos waren schon ganz gut für den Anfang, aber ich brauche jetzt genauere Informationen über die Lieutenants. Wo machen sie ihre Geschäfte? Wo hängen sie ab? Was du hast? Die Unterlagen sind soweit vollständig. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Es ist mir auch gelungen, ein paar besorgte Bürger zu rekrutieren, die es gar nicht erwarten können, mehr über die Koalition der Spaghettifresser zu erfahren. Die Informationen, wie du an die rankommst, stehen in dem restlichen Material. Dank dir. Soll ich dich mitnehmen? Alles gut, ich fahr selber. Du. Und
das systematische Auslöschen von Marcanos Capos und seinen Leuten war wohl ein Teil des Plans. Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen? Herrgott. Na schön. Wenn Sie jemanden vernichten wollen, dann zerstören Sie erstmal seine Grundlage. Ist dieselbe Prozedur wie damals in Vietnam. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt.
Die letzten 8 Monate fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet. Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen. Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten, aber sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher so bald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. Hey, hier drüben. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Auch nett, Sie kennenzulernen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Marcano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh, tut mir leid. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil-Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wo gehen die Autos hin? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die schon zum Reden. Vielleicht bekomme ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Das Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Stehen einem ja die Haare zu Berge.
Was? Schnappt ihn! Alles muss man selber machen. Bitte deine Hand über mich! Jesus, Simon, lass mich das überleben! Los, los, los! Bitte, bitte, ich will einfach nur... Fehler. Hey, hier rüber. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Dieses Kommi-Gelaber über gemeinsamen Besitz ist so ein Schwachsinn, dass man davon kotzen könnte. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin sicher, Pops Leute helfen mir liebend gerne. Ich komm wieder, Pablo. Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Sieht die Karosserie für dich tiefer gelegt aus?
Der 67er ist einfach ein bisschen niedriger gebaut. Junior will, dass ich noch einen Knallrot auftreibe. Bilde ich mir das nur ein? Leute, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen. 40 Stunden die Woche. Und dann gibt's uns. Ist einfach unser Schicksal.
Ich finde raus, was das war. Da! Mehr diesen Sack um! Verdammte Kacke, tut das! Nur noch zwei! Los geht's! Nicht sterben. Verdammt, nein!
Junior ist jetzt ziemlich am Arsch, was? Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Salma Kano am Arsch hängt, dann bewegst du dich schon schnell genug, glaub mir. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Bis später, Gina. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen. Selma Kano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du! Du wolltest mich umlegen. Ich hatte nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Macano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.